Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir schönes Hähnchen, Saltimbocca am Spieß gebraten. Saltimbocca ein bisschen anders interpretiert. A, haben wir Hähnchen, in dem Fall sogar schöne Hähnchenkeulchen, weil sie saftiger sind wie Brüste. Haben wir ein bisschen karamellisierte Zitronenscheibe dabei, die Zwiebel verarbeitet. Haben wir, schaut top aus, riecht auch fein. Wie es funktioniert, das machen wir dann zusammen. Mitgebracht habe ich Ihnen zum Saltimbocca logischerweise Salbei und Parmaschinken, das sind einmal die zwei wichtigsten Zutaten für ein Saltimbocca. Original wäre natürlich mit Kalbfleisch. In dem Fall machen wir heute ein paar Varianten, die halt anders sind. Salbei, Knoblauch, bisschen Zwiebel, getrocknete Tomate in Öl eingelegt allerdings. Zitrone oder Limette, Ihre Entscheidung. Schwarze Olive, Chili, frischen Pfeffer, Parmesan, ein wenig Paprika für unten drunter. Hier habe ich Hähnchenkeulchen dabei, schmecken mir persönlich besser, sind auch nicht mehr billiger. Früher waren es wenigstens noch günstiger. Jetzt kosten es genauso viel wie Brust, aber die sind saftiger, man kann ein bisschen mehr damit anstellen. Hier noch ein wenig an Zucker, den brauchen wir für unsere Zitronenscheiben. Die tauchen wir nämlich drin ein, braten sie in derselben Pfanne mit, dann haben wir ein wenig einen karamellisierten Gag. Wunderschöne Geschichte. Normales Saltimbocca wäre Fleisch klopfen, Salzen, Pfeffern, Salbei drauf, Parmaschinken drauf, auf den Parmaschinken braten, einmal umdrehen, wegstellen und dann macht man Weißweinsauce draus, also aus dem Braten, angebratenem quasi in der Pfanne, Weißwein rein und abbinden mit Butter. Dann hat man klassisches Salbei, Saltimbocca, du na Karl, fünfmal wiederholen, das ist ja fast der Zungenbrecher. Wir machen heute ein bisschen was anderes. Mit was fangen wir an? Erst einmal einen Platz machen, dass wir arbeiten können. So, das runter, das weg. Also, passen Sie auf, Grundmasse oder Grundprodukt für die Masse, wo ich machen will, sind diese getrockneten Tomaten. Die hacken wir mal grob durch. Alles irgendwo rein, wo es dann später mixen können. Und fertig, weil ich will es quasi so machen. Wir machen jetzt eine tomatige, Salbei schmeckende mit ein bisschen Knoblauch, Zitrone, Parmesan, Pfeffer Masse. Die streichen wir dann unsere Hähnchen damit ein und dann wickeln wir ins Parmaschinken ein und dann ein Spießchen durch und dann haben wir genauso einen Saltimbocca, bloß ein bisschen anders eben. Ja? Und dazu brauchen wir halt diese Paste. Wäre auch mal eine schöne Idee. Da nehme ich ja Butter rein dazu. Dann könnte man die durchaus einmal als Dip für Steak, für Hähnchenbrust beim Grillen. Also wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie eingeladen sind, lassen Sie mal Ihre obligatorische Flasche Wein weg. Sondern nehmen Sie mal was selber gemachtes mit. So, hier wieder Messerrücken, ne? Nicht, dass Sie einen Fehler machen, die Schneide zu nehmen, weil dann haben Sie nur noch eine Hand mit Finger, die andere ist nur noch ohne, aber manchmal sind halt die Limetten so hart, dass man es nicht anders rauskriegt. Sie können natürlich auch eine klassische Presse nehmen, dann passiert vielleicht kein, also es entsteht kein Missverständnis. Hier einen frisch gebrochenen Pfeffer, habe ich so einen bunten Pfeffer gekauft. Und jetzt so einen Parmesan, Top-Lösung durch die Reibe. Die habe ich mal wie immer vergessen zu holen, da müsste ich jetzt wieder um diesen Küchenblock da rummarschieren. Drum kurz zusammengeschnitten. Geht genauso, weil am Schluss jagen wir es ja eh durch den Mixer durch. Ja? Salbei, nicht sparen bitte. Deswegen sind wir da, deswegen ist das ein Saltimbocca. Außerdem Salbei, also mir schmeckt er, bin begeistert. Hähnchen ist natürlich ein dankbares Fleisch, nimmt den Geschmack gut an. Kann man nichts verkehrt machen. Mal immer mal wieder drüber wischen. Chili mit rein. So, Olivenöl. So, was haben wir denn noch? Unseren Knoblauch. Und die Zwiebel, ja, wie soll ich das sagen? Mir schmeckt sehr gut drin. Würde meine Frau zum Grillen dabei sein, die würde das nicht essen, weil Zwiebeln drin sind. Also, das ist wieder kein Muss. Ne? Grundsätzlich ist nie Muss, alles kann. Saltimbocca ist halt Parmaschinken und Salbei, das ist Muss. Und alles andere ist kann. Aber, nachdem die heute nicht dabei ist, machen wir was Zwiebeln rein. Hätte ich gesagt.
Na, das ist die Schnellvariante zum Schälen. Den ersten Ring außenrum weg. Na gut, den zweiten auch noch. So, da ist jetzt wichtig, kleine Würfelchen, dass später die Maschine nicht so viel von den Zwiebeln zerhacken muss, weil dann quetscht es recht schnell. Und der quetschte Zwiebel schmeckt extrem. Da habe ich ein bisschen zu viel jetzt geschnitten. Passt. So, Mixer holen. Habe ich schon Olivenöl drin? Bisschen salzen. Olivenöl, glaube ich, habe ich schon drin. Und ab in den Mixer. Hier Masse haben wir ja fertig. Machen wir Hähnchen. Da, jetzt haben wir die Keulchen. Einzigste Nachteil beim Keulchen. Manchmal ist hier noch ein Stückchen Knochen drin oder halt die Knochenhaut. Nichts, was auf jeden Fall weich wird auf dem Grill. Drum mal gucken, wenn Ihnen das Fett hier aus nicht behagt, schneiden Sie es weg. Ich lasse dran, weil mir schmeckt es. Ja. Hier ist dasselbe, einmal durchchecken. Na, ich kann es Ihnen leider oder Gott sei Dank nicht zeigen, wo, auf was man achten muss. Deshalb fühlen Sie, wenn es mit den Fingern drüber gehen. Wenn es irgendwo knochig wird, rausschneiden damit. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 8 Stückchen. Dann kriegen wir 2 Spießchen zusammen. So, und jetzt unseren Parmaschinken hernehmen. Ach, der Länge nach schneiden wollte ich sagen. Dann machen wir halt so und so. Wir machen eh Spießchen durch. Von dem her, wir brauchen halt, sonst wird es zu viel. Und jetzt nehmen wir unsere Paste her. Streichen unser Hähnchen damit ein. Gewürzt ist es. Und nicht sparen, das schmeckt wirklich fein. Und hier einmal so zusammenwickeln. Ja, genau so machen wir das jetzt. Und wenn einmal so, weil ich jetzt da gerade sehe, dass da hier ein Stückchen Knoblauch gar nicht gemixt ist, das macht nichts. Das schmeckt einfach auf dem Grill. Es ist dann eh gegart. So. Und das wird jetzt, glaube ich, ein wenig mickrig, das Stück hier. Jetzt habe ich nämlich noch das größte Fleischstück auch noch genommen. Mal schauen. Wissen Sie was? Ich lege jetzt die ganze Scheibe da drauf. Et voilà. Dann ist das geschlossen, weil wenn wir mal was haben, ist Parmaschinken hier. Aber mit meinen dicken Fingern natürlich unwahrscheinlich fein geschnitten. Das sind schon diffizile Arbeiten hier. So, jetzt haben wir das Originale in der Länge geschnitten. Hat nämlich einen Vorteil, ich kann das richtig einwickeln. So, ob es hält, ist wieder was anderes. So, Spießchen durch. Einmal, zweimal, dreimal. So, so. Naja, fast ein wenig groß, aber für den Hauptgang. Weil fürs Grillen, dass man viele verschiedene probiert, ist es nichts. Da machen es dann bloß 2 auf dem Spieß. Aber für so als Hauptgang ist es schon gerät. Und jetzt brate ich die schöne Seite zum Schluss an. Unsere Hähnchen sind fast fertig. Ich habe, war ja vorhin noch ein Paprika und der Zwiebel, da liegen die übrige, alles noch mit in die Pfanne geschmissen. Da dafür habe ich keinen Platz mehr gehabt für unsere Zitronen, die wo ich angekündigt habe. Und das soll ja nur, das kann man dann auch mitessen, wenn man es rausmacht aus der Schale. Oder man lässt es drin, das ist rein jeden sei Ding. Die Griechen, die schmeißen ja die Orangen, das Fleisch weg. Und machen dann eine Marmelade draus. Und das schmeckt sogar noch sehr gut. Hab mir vor 20, 30 Jahren gedacht, ja, sag mal. Aber geile Geschichte, schmeckt echt fein. Und dem Ding hier, deswegen kann man hier auch die Schale dran lassen. Schön hier ins Öl. Fertig. 4 Scheiben, eine Zitrone. Passt. Chili drauf. Das mache ich jetzt mit Absicht einmal noch oben drauf, sonst verbrennt uns das, wenn es im Öl drin ist. Hier, unsere Hähnchen. So, wenn Sie sich erinnern, gerade im Moment war hier noch die Zwiebel, wo ich recht brutal geschält habe. Die Paprika war auch noch da gelegen. Drum, jawohl, das Horst, hätte ich gesagt. Die Spieße insgesamt finde ich fast ein wenig zu groß. Ich sage es Ihnen, wie es ist. So schaut es schöner aus. Ja? Der Vorteil des Ganzen, es bleibt was für den Koch übrig. Ja? Hier, also die sind sonst zu groß, das sind ja Bauernspießle. Und ich sage Ihnen, wo Sie dabei waren, die Spießle sind auch wesentlich schöner geworden, wie die, wo ich dann gemacht habe, ohne Kamera. Da habe ich gemeint, ich muss ein wenig auch schnell machen. Und zack, zack, schauen die schon gar nicht mehr so appetitlich aus. Und hier Obacht geben, dass Ihnen der Zucker nicht verbrennt. Ja, aber es ist ja der Saft der Zitrone noch vorhanden, also von dem her muss man keine Angst haben. So, und jetzt richten wir noch unsere Paprika an. Unsere Zwiebeln, die
ziehen wir dann da durch. Schauen Sie, die habe ich einfach nur mit reingeschmissen, roh. Braucht genauso lang wie unser Hähnchen. So, das ist wieder dann für mich. Und das hier vermischen wir, diese Zwiebeln. Ja, da könnten wir jetzt, wenn man Lust hätte, auch noch Zucker-Zitrone reinmachen. So, das ist auf jeden Fall fertig. Können wir ausschalten. Hier noch unseren Basilikum für die Zwiebeln. Dann haben wir nämlich fast in einer Pfanne, also wäre vorher nicht so schnell und schluderig gewesen, hätte ich diese Zitronen mit reingeworfen. Dann hätte man nur eine Pfanne schmutzig gemacht. Und dann wäre es noch schöner gewesen, weil wir dann nur eine Pfanne spülen müssen. So, das hier. Feine Geschichte. Sie sehen, was man aus so einer roten Zwiebel machen kann. Echt toll, schmeckt vor allem klasse, riecht schon fein. So, jetzt wird es in der Hand heiß, weil ich natürlich wieder einen nassen Lappen genommen habe. Und das hier als Dekoration an die Seite. Das ist jetzt schön butterweich, Obacht geben, das ist natürlich kochende Flüssigkeit da drin. Schauen Sie her, schön karamellisiert. Passt, das zum Spülen oder halt in dem Fall muss man es dann selber spülen. Und ein wenig Dekoration drauf. Dann haben wir eine sehr schöne Variante vom Hähnchen seit dem Bocker, bloß ein bisschen anders halt.